Mir ist schon klar, dass es mehr gibt, aber erstmal nur beim Tieren. Osterhase, Osterküken, Osterlamm, Weihnachtshase, was gibt's noch alles? Was ist los hier? Davon wusste ich auch noch gar nichts. Übrigens habe ich schon zwei von diesen Dingen davor vor denen gegessen, weil ich Hunger hatte, aber naja, egal, was soll's. Ich kann mich mal wieder nicht halten. Aber, ach so, ist halt auch den Grund, warum ich das Titelbild mal ein bisschen weiter auseinander gemacht habe, weil ich noch nicht weiß, wie, weil es abgekühlt hat. Ein bisschen ist noch heiß, mich das Ding schon anfängt zu schmelzen. Ich habe übrigens, im Gegensatz zu gestern, wo ich Milka-Alpen-Vollmilchzartschmelzend und Eier rein habe, habe ich heute mal Milka-Alpen-Vollmilchzartschmelzend Bonbons reingemacht. Auch 3 Stück und ja, ich dachte, für die Menge an Schokolade geht es gut klar. Und mal wieder das Marspulver. Ich habe mich überlegt, es da stehen zu lassen, aber habe ich schon wieder weggeräumt und ja, egal, was soll's. Das sind die beiden Häschen. Ich habe es ein bisschen höher gestellt, damit ich halt eben, ja. Nämlich halt eben ganz drauf bin. Und klar stellen wir uns mal wieder so die Frage. Wie kannst du eigentlich mit Löffel in eine Tasse trinken? Gegenfrage. Wie kann man einen Löffel in eine Tasse lassen und ihn dabei nicht festhalten? Ich mach's mal automatisch. Darum verstehe ich die Frage auch nicht. Und ganz viele andere, die ich sehe, die mit einem Löffel in eine Tasse trinken, die halten einen Löffel auch mal fest. Was macht man so mit dem Daumen? Habt ihr es nicht gelernt oder was ist los mit euch? Ich meine jetzt damit nur die mal so blöde Fragen stellen wie, wie kannst du mit einem Löffel eine Tasse trinken? Es geht doch ins Auge. Der Daumen hält es doch fest. Der ist doch dran an der Hand. Darum kann es doch nicht passieren. Also, was für Blödsinn. Aber ja, ist halt eben ganz normal. Ist halt eben typisch, ne? Und da steht doch wirklich Weihnachtshase drauf. Ach so, so ist es. Hashtag Weihnachtshase. Zwei Wörter. Und ein Strich dazwischen, keine Ahnung. Da ist sogar ein Schneeflöckchen, weiß Stummelschwänzchen drauf, nicht Röckchen, egal. Passt doch, oder? Oh, das habe ich, egal. Ist nicht schlimm. Immerhin hat er auch Muster in den Ohren. Das finde ich voll cool. Jetzt habe ich auch die Verpackung gar nicht gesehen, dass der Muster hat. Und das finde ich schon maximal abgefahren. Ja. Egal. Nichts Besonderes. Es sind 150 Gramm, das geht klar. Will den schmeckt? Achso, es gibt ja noch Osterhasen, ne? Ich meine Ostereier, Entschuldigung, wollte ich sagen. Es gibt noch Ostereier. Zweites, was ich gemeint habe mit, es gibt ja noch mehr. Machen wir mit Ostereier weiter.